das wird eine ohne Starbesetzung. Und wenn der Nielsen macht noch einen Rank aufhängt, dann kriegt er wieder Customize. Los. Bereit machen zum Einsatz. Für unseren nächsten Einsatz reisen wir nach China. Gut. Einsatz starten. Sie müssen meine Kontaktleute sein. Niemand, der Vergeltung fürchtet, würde so auftreten. Tja, der macht mit einer normalen Spritzpistole. Wenn der schon nicht viel anders als einen Menschen zu töten. Es wird nicht lange dauern, bis sie merken, dass ich verschwunden bin. Vor allem, da ich dieses Ding dabei habe. Wenn sie mich mitnehmen, gehört es ihnen. Ja, Das ist unser Mann. Und wie es aussieht, hat er das Paket dabei. Wir müssen ihn wohlbehalten zum Abholpunkt bringen. Ja. Seine ehemaligen Auftraggeber und das Recht, die übersuchen, werden hinter ihm her sein. Dann braucht er einen, der ihn ein paar Minuten in die Straße bringt. Okay, also ich habe jetzt ja... Position ist kein Notfoto dabei, also... Sag ich mal... Ich weiß nicht genau, wo mein Boss das Ding her hat. Aber er hörte sich Gebote von einer ganzen Reihe von Kaufinteressenten an. Ungeachtet ihrer Absichten. Das ist ja schrecklich. Was für Leute es nicht gibt. Solid copy. Ah fuck, die Incognito. Achso, nee, ich hab nur ein Kanonenfoto. Nee, ich hab zwei Kanonenfoto der Soldaten dabei. Ziel bestätigt. Kräfte im Anrücken, Strike One. Gefechtsbereitschaft. Bin ich immer. Fuck. Kostet. Dazu. That's affirmative. Ich rücke jetzt einfach Feld für Feld vor. Der versuchen würden wir auf den Sack zu gehen. Position bestätigt. Der Auftrag an sich schien banal. Ein Gerät an einem bestimmten Ort abzuliefern. Achtung, Commander. Wir haben einen unregelmäßigen Kontakt. Er ist irgendwie anders als die anderen. Gut zu wissen. Alter! Was ist das denn? Okay, die kenne ich schon. Dreimal daneben, elegant. Die VIP also nicht so nach vorne schicken dürfen. Gut. Und daneben. Ah doch.
bestätige. Sehr gut. Ah, cool, da hinten. Der wird auch noch ein mal. Das wäre aber. Als ich die Apparatur sah, bekam ich Angst vor den Konsequenzen unseres Tuns. Wenn die Pistole geht, ist nicht optisch fischig. Treffe ich? Ja, das geht wohl. Bestätige. Nachladen. Das hat schon wieder halb tot, ey, wie das Sack geht. Viel verbrochen. Aber nun stehen wir alle einem gemeinsamen Feind gegenüber. Wachsam bleiben, Strike One. Feindliche Kräfte nähern sich ihrer Position. Okay, kann ich wegbauen mit einer Granate? Oder den? Okay. Da kann ich nichts, der wird jetzt hier an die Köpfen gemacht. Und, oh, schön. Juhu. Sehr gut befördert. Der Sprit geht gleich hoch. Position bestätigt. Wenn du sprintest, jetzt mal radikal nach vorne. Uns wird verstärkte X-Ray-Aktivität in diesem Gebiet gemeldet. Feindverbände nähern sich wahrscheinlich ihrer Position. Der kriegt einfach das Sniper, denke ich. Ah, okay, das muss ich passen. Komm
mit Shenlong. Haha. Easy. Wurde mir angeballt, aber sonst. Noch. Aber mein früheres Dasein ist beendet. Merkwürdig, dass mein Leben solch eine Wendung nimmt. Dass ich alte Freunde verrate, um einen gemeinsamen Feind zu besiegen. Das Gerät und unser Kontaktmann sind in Sicht. Beeindruckende Arbeit, Commander. Krass. Nach so einem Einsatz müssen unsere Soldaten zufrieden sein. Krass, das finde ich bei dummen Typen richtig geil. Also dieses Gemisch, diese Roulette für die Fähigkeiten, das ist richtig cool. Irgendwie Scharfschützen habe ich gerade so 1, 2, vielleicht zu viel. Wir bleiben in Kontakt, Commander. Neues Forschungs. Sehr gut, es kommt ja schon wieder ab. Ich weiß Ihre Unterstützung für das Forschungsteam zu schätzen, Commander. Die Neuzugänge sind im Labor schon bei der Arbeit. Erstmal die Einrichtung gebaut. So. Hier. Chemieingenieur. Hier. Gibt's ein Kraftwerk. So. Unterm Labor. Bei euch. Ein Kybernetik-Labor. So. Jetzt einrichten. Wow, kaufe Gegenstände. Scope. Schick mal. 3 Stück her. Und dann lassen wir mal die Uhr weiter drehen. Oh. Was? Pyramide, Experimentalkriegsführung. Strahlwaffen geht gut. Aber erstmal die hier. Stromgenerator bereit. Weitermachen. Neues Forschen bei Elgen. Nanofaser ist sehr gut. Wir sind vom bisherigen Erfolg des XCOM-Projektes sehr beeindruckt, Commander. Die letzten Ergebnisse haben unsere Erwartungen übertroffen. Und so etwas sagt dieser Rat nicht einfach so. Denken Sie daran, wir behalten Sie im Auge. Das Alien-Sicherheitsrakt. Dann bauen wir den Scheiß. Da baue ich noch einen Aufzug hin. Und ich baue. Satelliten habe ich ihn jetzt frei. Ich kann immer noch nicht glauben, dass Dr. Wallen von unseren Truppen erwartet, eins dieser Dinger hierher zu bringen. Und noch dazu lebend. Oh Gott, ey.